Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wisst, bin ich seit etwas mehr als 2 Wochen dabei, mir ein passives Einkommen aufzubauen, indem ich unterschiedliche Taschenbücher für Kleinkinder, Kinder und auch Vorschulkinder gestalte. Hierfür verwende ich verschiedene Programme. Und je nachdem, was für ein Taschenbuch ich gestalte, beziehungsweise ja, was für ein Inhalt dieses Buch hat, sind da verschiedene Schritte notwendig. Ja, und ich möchte euch gerne jetzt gleich mal an meinem Laptop so ein bisschen zeigen, mit wie vielen Programmen bzw. mit welchen Programmen ich da arbeite und ja auch so, was für einzelne Schritte dafür nötig sind, und ich gebe euch auch Einblicke in mein neuestes Taschenbuch. Das ist nämlich bisher das aufwendigste. Die ersten beiden Taschenbücher waren ja Kritzelbücher, das heißt innen mit Blankoseiten, und jetzt stelle ich schon was deutlich Aufwendigeres her. Ja, ich habe auch noch jede Menge andere Ideen, die ich nach und nach verwirklichen möchte. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch, man kann auch verschiedene Kalender herstellen, oder auch zum Beispiel Dankbarkeitsbücher. Ja, es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Ja, dann nehme ich euch jetzt mal mit an meinen Laptop. Ich habe das Ganze für euch bereits geöffnet. Hier auf der rechten Seite seht ihr die ganzen Programme, mit denen ich arbeite. Das sind insgesamt 10 Programme. Die oberen 4, die sind allerdings nur am Anfang nötig, zur Anmeldung und so weiter. Also hauptsächlich arbeite ich mit 6 bis 7 verschiedenen Programmen. Als erstes gehe ich auf die Startseite. Die heißt Canva. Und hier gibt es die Vektoren, von denen habe ich auch schon mal gesprochen in einem Video. Die Vektoren, das sind die Bilder, die ich entweder fürs Cover brauche oder auch für den Inhalt meines Taschenbuches, ja. Und hier klicke ich dann auf meine Projekte entweder. Nein, Moment, ich habe mich vertan. Nee, zuerst wollte ich euch was anderes zeigen, genau. Entschuldigung. Und zwar die Vektoren. So, da klicke ich jetzt hin. Die erhalte ich von FreePick. Und da gibt es einmal kostenlose Vektoren und einmal kostenpflichtige, hier mit Premium und einer Krone gekennzeichnet. Ich habe jetzt mal für euch beide angeklickt, dann könnt ihr eventuell den Vergleich sehen. Ja, und hier oben ist ja die Suchleiste. Da gebe ich dann ein, was ich jetzt für Vektoren suche. Zum Beispiel wenn ich jetzt ein Malbuch gestalten möchte, Malvorlagen für Kinder. Mal schauen, was es da anzeigt. Das habe ich nämlich so jetzt auch noch nicht eingegeben. Oh ja, da zeigt ja schon einiges Schönes an. So, hier seht ihr zum Beispiel 3
Premium-Vektoren, ja, das sind die kostenpflichtigen, wie diesen Teddybär zum Beispiel und den Affe mit der Palme. Und hier nebendran ist eins ohne Krone. Das wäre jetzt ein kostenloser Vektor. Ich kann den mal anklicken für euch. Ja, der ist schon auch niedlich, ne? Aber ja, auch einfach gezeichnet. Klicke ich mal den kostenpflichtigen. Ah, nee, das geht. Moment. Jetzt ist er wieder weg. Muss ich nochmal zurück. Na, jetzt zeigt es andere an. Der Vorführeffekt. Naja, auf jeden Fall gibt es dann hier jede Menge Ausmalbilder, ja, die ich jetzt in den Inhalt meines Malbuchs einfügen könnte. Des Weiteren gibt es auch sowas hier, das klicke ich jetzt mal für euch an. Das ist dann auch noch zum Lernen für das Alphabet. Sowas habe ich ja in mein neues Buch auch mit reingenommen. Das gleiche gibt es dann auch noch mal mit Buchstaben, nee, mit Zahlen, wie das hier zum Beispiel. Das ist jetzt aber nur, dass das Kind das Zählen lernt zum Beispiel. Fünf Hände, ich sehe allerdings nur vier. Okay. Ja, da gibt es einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten für das Innenleben des Buches. Dann kann ich hier auch ganz links Fotos anklicken. Dann zeigt es mir jetzt, ah ja, erst noch wieder was Neues in die Suchleiste eingeben. Zum Beispiel süße Tierbilder. So, hat jetzt das geöffnet. Ja, dann gibt es verschiedene Fotos von Tieren zum Beispiel. Ja, es gibt einfach jede Menge verschiedene Möglichkeiten. Auch hier kann ich auch einen sehr schönen Hintergrund mir raussuchen. Mit Früchten zum Beispiel. Das sind jetzt Aufnahmen für das Cover, also für das Äußere des Buches. Das Cover hat auch ein anderes Format als das Innenleben, sage ich mal. Das hier wäre jetzt zum Beispiel für drin, also für im Buch drin, diese schmalen Formate, und dieses breitere Format ist eben für das Cover gedacht. Ja. Das könnte ich jetzt zum Beispiel als Cover nehmen und könnte da dann noch andere Bilder, also vor allem auf die Vorderseite des Buches, mit reinbringen und hinten das zum Beispiel nur so lassen. Also der Fantasie sind da echt keine Grenzen gesetzt. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Ja, und so kann ich meiner Kreativität da freien Lauf lassen. Wenn ich mir dann ein Bild für den Inhalt oder auch für das Cover meines Buches ausgesucht habe, zum Beispiel ein gezeichnetes Bild, das hier doch einen farbigen Hintergrund hat und ich den aber nicht möchte, dann arbeite ich mit dem nächsten Programm, und das ist GIMP, und gebe das Bild dann dort rein und bearbeite das dann, indem ich es transparent mache, genau, so dass man den Hintergrund dann nicht mehr sieht. Dafür sind auch einige Schritte nötig. Von Vorteil ist da
für mich, dass ich früher schon Bilder bearbeitet habe. Ich habe früher einige Jahre gemodelt und ja, habe somit auch eigene Fotos mit GIMP bearbeitet und dadurch kenne ich mich da schon ein bisschen aus. Jetzt komme ich wieder dahin zu dem, was ich euch am Anfang zeigen wollte. Das ist die Seite Canva oder das Programm Canva. Und ja, hier gehe ich jetzt mal auf meine Projekte. Die sind da bereits gespeichert. Ja, hier unten kannst du meine vorherigen Projekte sehen. Ja, wie zum Beispiel dieses Osterhasenmalbuch. Ja, hier kannst du auch so ein bisschen die Wege sehen, die ich da gegangen bin. Ja, am Anfang sah dieses Bild hier zum Beispiel so aus. Ja. Da war dann aber noch ein farbiger Hintergrund, das sieht man jetzt hier nicht mehr. Und dann habe ich das mit GIMP bearbeitet, dann sah das so aus. Diesen Hintergrund hatte ich mir für dieses Häschen dann ausgesucht und habe das dann ineinander gefügt. Ja, es sind, wie gesagt, jede Menge Schritte nötig. Oder hier das Küken mit den Oster oder mit den Hasenohren. Das fand ich auch total herzig. Ja, das war ja erstmal einfach nur so dieses Bild, ohne einen Untergrund oder Hintergrund. Und ja, da wollte ich gerne einen schönen Untergrund auch dazu haben und habe mich dann hierzu entschieden. Das fand ich sehr schön und passend und habe dieses Küken dann da reingesetzt sozusagen. Und dann noch mit einem speziellen Himmel, ja, das alles dann ineinander gefügt. So. Jetzt zeige ich euch mein neuestes Projekt. Also so sieht es jetzt von innen aus. Das wird der Inhalt des Buches. Ja, und auf der ersten Seite im Buch gebe ich immer mit rein, dieses Buch gehört, und dann kann das Kind selber seinen Namen da eintragen. Ja, da habe ich jetzt jede Menge Malvorlagen zum Ausmalen für das Kind. Genau gesagt 30 Stück. Danach habe ich eine Blankoseite gemacht mit der gleichen Schildkröte, die auch auf dem Cover ist. Das zeige ich euch danach noch. In klein dann. Ach ja, und das Ganze wird dann über oder von Amazon betrieben. Und Amazon erlaubt keine komplett leeren Blätter. Genau, und deswegen muss da immer zumindest was Kleines nochmal drauf. Ja, dann geht es weiter mit dem ABC zum Anmalen und Nachfahren. Da habe ich mir solche süßen Vektoren in Form. So, ich wurde eben unterbrochen. Also, wie gesagt, da habe ich mich für diese süßen Buchstabenvektoren entschieden in Katzenformat. So kann das Kind, wenn es möchte, den Buchstaben auch anmalen, also auch als Ausmalbild nehmen und dann die Buchstaben in Form von Punkten nachzeichnen. Ja, und kann so die Buchstaben üben. Na, das habe ich dann mit dem kompletten Alphabet. Und danach habe ich dann nochmal so eine Blankoseite wieder genommen, auf die linke Seite und auf die rechte Seite dann die ersten Zahlen zum Zusammenzählen und Nachfahren. Ja.
und habe mich dann für diese total süßen Vektoren entschieden. Da kann das Kind ebenfalls auch was anmalen, wenn es möchte, ja, und dann gleichzeitig noch die Zahlen üben. Und hier dann, also ja, von Anfang an kann es auch noch das Zählen zusätzlich noch üben, ne? Hier sind ja dann zwei Häschen, zwei Möhren. Hier geht's weiter dann mit drei Schmetterlingen. Ja, und das ist natürlich deutlich mehr Aufwand und Arbeit, da ich mir die Vektoren alle erst raussuche. Und es gibt ja, wie gesagt, da jede Menge verschiedene Vektoren. Und dann müssen die auch genau in die Mitte eingegeben werden. Ja, also man kann die nicht so dann da reingeben oder so. Damit ist Amazon nicht einverstanden. Das muss genau in die Mitte. Hier hat man dann so einmal hier eine Mittellinie und ja, einmal quer noch, ne? So ist es dann richtig. Dann zeige ich euch nochmal das Cover meines dritten Buches. Das sah am Anfang so aus. Also nachdem ich das komplett bearbeitet habe, da habe ich mir zuerst die Schildkröte rausgesucht. Die war aber deutlich größer. Ja, das kann man hier auf der linken Seite dann ändern. Hier siehst du zum Beispiel die Vektoren, für die ich mich bis jetzt entschieden hatte. Da habe ich aber auch schon wieder einige gelöscht, sonst wären das ja immer mehr. Ja, und dann klicke ich dann auf die Schildkröte, nehme die rüber und setze die ein ins Bild. Hier auf der linken Seite unter dem Upload ist dann der Text. Da kann ich dann verschiedene Überschriften oder Zwischenüberschriften nehmen. Kann dafür dann auch noch verschiedene, mich ja, für eine von verschiedenen Schriftarten entscheiden und hier auch die Schriftgröße bestimmen, die Schriftfarbe. Ja, also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Ja, zuerst, wie gesagt, habe ich dann mich für diese Schildkröte entschieden. Dann habe ich mir einen Hintergrund ausgesucht, den kompletten hier. Dann eben noch diese Vögel und habe das alles nacheinander eingegeben. So, mittlerweile sieht mein Cover aber anders aus. Nämlich so. Genau. Da habe ich jetzt noch einiges dazu geschrieben. Ich habe nämlich verglichen mit anderen, die auch Bücher verkaufen und die haben dort deutlich mehr Schriftzüge drauf. Ich habe auch die Schildkröte vergrößert. Ja, das sagt jetzt doch mehr aus als der erste Titel, ne? Süßes Tiermalbuch, das ABC und erste Zahlen, Kritzeln und Nachfahren für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Dann, wenn man so verschiedene Sachen hat für das Innere des Buches und nicht alle Seiten hier drauf passen, so ist es in meinem Fall, dann werden diese mit diesem Programm zusammengefügt, indem man die Dateien einzeln auswählt und dann wird das automatisch hier zusammengefügt sozusagen. Also man muss sie schon nach der Reihe einfügen. Aber wenn es eben mehrere Teile sind, dann wird das dann, diese drei Teile von mehreren Bildern werden dann zusammengefügt. Dann ist das hier die spezielle Amazon-Seite, auf der ich mein Verkaufsdashboard sehen kann, ob ich was verkauft habe und wie viel. Ja, da kann ich noch vieles mehr sehen. Das würde jetzt aber das Video sprengen. Und wenn ich hier aufs Bücherregal klicke, dann sehe ich einmal hier meinen Entwurf. Also das habe ich schon als Entwurf gespeichert, mein neuestes Buch. Es ist ja noch nicht fertig. Deswegen steht hier, leuchtet hier jetzt noch gelb, Einrichtung fortsetzen. Hier sehe ich meine bisherigen Taschenbücher, wie dieses
Frohe Ostern Notizbuch mit dem Küken zum Beispiel und hier das andere mit dem Osterhäschen. Ja, es sind noch einige Schritte mehr, die gemacht werden müssen, aber ich denke, das reicht jetzt so, um es euch mal so, ja, ein paar Einblicke gegeben zu haben. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie viele verschiedene Schritte notwendig sind, um so ein Taschenbuch zu gestalten. Ja, und aber auch, dass es unzählige Möglichkeiten gibt, um sein ganz individuelles Buch oder ja, individuelles und einzigartiges Buch herzustellen, auch wenn man die Bilder zum Beispiel nicht selber zeichnet. Ja. Ja, und mittlerweile kann ich die meisten Schritte jetzt auch auswendig. Von daher wird es dann jetzt einfacher für die zukünftigen Bücher. Und wenn man das erstmal komplett alles selber weiß, wie, was, wo, ja, dann geht es noch deutlich schneller. Es macht auf jeden Fall auch großen Spaß. Ja. Dann hoffe ich, dass euch die Einblicke gefallen haben. Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüsschen.